gekämpft und gekocht. Das passt auch ganz gut zusammen. Und du machst ja auch ganz viel Sport. Dazu kommen wir gleich erst. Aber wir wollen jetzt erstmal was kochen aus deinem aktuellen Buch. Vegan to go. Mango-Tofu-Salat auf Chicorée-Blätter mit Chips-Crunch. Sieht so aus im Buch. Und wir machen es jetzt nach. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer. Richtig. Das Buch heißt ja Vegan to go. Ja, genau. Und ich glaube so, was viele davor abschreckt, irgendwie sich so zu ernähren, ist ja irgendwie, dass die meisten denken, das ist alles super kompliziert. Man muss super viel einkaufen. Es ist nicht überschaubar. Und du kannst es auch nicht mitnehmen. Mhm. Und das ist jetzt zum Beispiel so ein klassisches Rezept, was ich wirklich dann auch on the road mit dabei habe. Und du hast relativ, wie du hier siehst, überschaubare Zutaten. Ja. Einmal den Chicorée, der hat Senföle, die sind sehr gesund. Ist aber natürlich ein bisschen bitterer. Kennst du ja selber vom Geschmack her, das Blatt. Chicorée ist mein Lieblingssalat. Ist dein Lieblingssalat, ja. Aber ist eben bitter und das mag nicht jeder. Und um das zu kompensieren, machen wir einen schönen Mango-Tofu-Salat. Mhm. Bei dem Chicorée muss man sagen, wenn man den beim Discounter kauft, kostet der vielleicht 1,99 und im Bioladen kostet der schon 5,99 €. Aber es schmeckt anders. Man schmeckt halt Chicorée, bei dem anderen das ist etwas wässriger oder sehr viel wässriger. Genau, unterstützt hier regionale Biolandwirtschaft. Auf jeden Fall. Dann habe ich hier Tofu. Mhm. Eine super Eiweißquelle, enthält alle Aminosäuren. Es gibt ja immer dieses Gerücht so, Tofu schlecht für den Mann, mhm. Kriegt man ganz kleine Eier und so. Ist das wirklich so? Ja, also ich kann schon gar nicht mehr, weißt du? Die sind bei mir schon so und meine weiblichen Fans beschweren sich. Schlimm, so ist es nämlich gar nicht, ne? Ja, es ist überhaupt nicht so. Ich war ja in Japan für Vegan for Youth damals und da wird ja auch ständig Tofu gegessen, auch wenn die Fisch essen. Tofu ist ein Powerpaket. Es geht eigentlich eher so bei dieser Kritik von Soja darum, dass so Auszugsmehle benutzt wurden, die sehr viel Phytoöstrogen enthalten. Aber Tofu grundsätzlich ist ein Naturprodukt, da kannst du jetzt nicht viel falsch machen. Und das ist jetzt Tofu Natur, weil es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Arten von Tofu. Es ist noch ein bisschen wässrig, weil das in Wasser eingepackt ist, sodass es nicht austrocknet. Ja. Es gibt aber auch Räuchertofu, es gibt Seitan ist aber kein Tofu, oder doch? Seitan ist jetzt Weizeneiweiß. Okay. Und bei dem Hersteller hier, also nicht Tofu, und bei dem Hersteller hier, man sagt ja immer, Tofu kommt aus dem Regenwald, dafür wird Regenwald gerodet. Das passiert eigentlich nur für die Monokulturen, für das Viehfutter. Mhm. Taifun hier zum Beispiel, die sind aus dem badischen Ländle und bauen da ihre Sojabohnen an. Also damit Und dann, das hat man, wenn man zum Beispiel bei diesen großen, mittlerweile großen Bioläden einkaufen geht, kann man sicher sein, dass man da das Richtige kauft. Aber wenn man bei manchen Discountern einkaufen geht, steht ja auch Bio drauf. Du kannst aber nie sicher sein, glaube ich. So, aber okay. Ich denke, man hat vielleicht ein besseres Gefühl oder sowas, wenn man beim Bioladen einkauft, aber ich muss mal ein Stück probieren, so. Was jetzt irgendwie Hersteller machen, da lege ich jetzt nicht die Hand ins Feuer. Schmeckt erstmal nach nicht viel, würde ich sagen. Überhaupt nicht, ne? Tofu ist gerade deswegen eigentlich von Vorteil, weil es wie so ein Schwamm dann auch die Aromen aufsaugt. Mhm. Und wir machen jetzt so ein bisschen was Aromatisches mit Mango. Mhm. Du hast mir vorhin den Trick gezeigt mit der Mango. Ich habe dir was gezeigt. Guck mal hier. So macht man eine Mango, dass man kleine Stücken macht. Ja. Zeig das doch nochmal hier. Also, das sah aber super aus. Weil er wollte einen Schäler haben. Ich glaube, wir haben keinen Schäler. Habe ich mir von Australien gelernt. Und auch hier in der Sendung, ehrlich gesagt, habe ich es auch mal gezeigt. Man muss am Kern vorbeischneiden mit dem Messer. Und dann ritzt man das so und so und so. So, und dann nochmal so. Je nachdem, wie klein man die Stücke natürlich haben will. Die sollen jetzt auch für den Salat gar nicht so groß sein, ne? Ja, also die können so groß wie die Tofu-Stücke sein. Okay. Die kannst du auch schon gerne mal reingeben. Und dann muss man einfach nur noch abschneiden. Und ist viel einfacher. Pass auf, dass du dich nicht schneidest. Ja, das ist nicht so gut. Und sag mal, ich habe heute fast gar nichts gegessen. Ja. Aber das ist gar nicht so gut, ne? Dass man den ganzen Tag nichts isst. Und dann erst abends oder so. Also gerade wenn du dann abends dir so Sachen reinknallst, weil du denkst, irgendwie deine Kalorienbilanz war jetzt irgendwie negativ und jetzt darfst du ja. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich abends viel esse, dass ich irgendwie morgens ein Völlegefühl gehabt und gleich morgens irgendwie erstmal ein Kilo schwerer bin. Okay. Also, und ich glaube, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass man wenig isst, sondern was man isst. Zum Beispiel bei Vegan for Fit, da haben ja Hunderttausende abgenommen mit. Wir hatten 100 Testpersonen, die haben 30 Tage sich danach ernährt und haben 500 Kilogramm Fett verloren. Die essen dann zum Beispiel Nudeln aus Zucchini oder machen sich einfach frische Salate, Suppen, Sachen, die irgendwie wirklich auch Power geben, wo du auf leere Kohlenhydrate und Zucker verzichtest. Also Kohlenhydrate sind wirklich nicht gut, egal, das auch wenn sie auch vegan sind. Achso, auch mit rein, okay.
Und ich muss auch sagen, bei der Mango... Kommt halt immer drauf an. Also ich glaube, dass jetzt zum Beispiel Einfachzucker nicht so vorteilhaft ist. Wenn du jetzt hier zum Beispiel eine Mango hast, da ist ja auch Fruchtzucker drin. Mhm. Das sind ja auch Kohlenhydrate. Ich glaube nicht, dass man grundsätzlich auf Kohlenhydrate verzichten sollte, aber so auf Industrieprodukte. Okay. Ja, weiße Nudeln zum Beispiel... ist ja eigentlich purer Zucker oder Zucker generell. Da wird sogar Zucker zugeführt mittlerweile. Ne? Ja. Mhm. Wir können noch mal eine halbe dazu machen. Okay. Oder beziehungsweise hier vielleicht noch den Rand. Und bei der Mango muss ich auch mal kurz sagen, die hat im Bioladen 1,99 gekostet. So viel kostet sie nämlich auch, wenn man das beim Discounter kauft. Okay. So. Dann haben wir ein bisschen Curry, gebe ich dazu. Mhm. Da gibt es ja auch etliche Gewürze, die man benutzen kann, die vegan sind und die einfach das alles Gewürze aufregen. Sind ja grundsätzlich vegan. Mhm. Da macht ihr nicht so viele Gedanken. Kräuter kannst du alles benutzen. Und das ist eigentlich so der Schlüssel für eine leckere vegane Küche. Mhm. Weil du brauchst diese aromatischen Zutaten. Sonst schmeckt es halt Salz, Pfeffer mit irgendwas. Das kannst du vergessen. Du musst wirklich richtige Knaller reinhauen. Jetzt geben wir hier für die Cremigkeit ein bisschen Mandelmus dazu. Mhm. Es gibt ja dunkle und helle Mandelmus. Ja. Was sind da die Unterschiede? Ich hätte jetzt für das Rezept eigentlich helles Mandelmus genommen. Das ist jetzt so ein typischer, weiß ich nicht, Anfängerfehler. Das macht aber nichts. Das Mandelmus grundsätzlich ist einfach so ein bisschen aromatischer. Mhm. Ja, wenn du das jetzt zum Beispiel mit Zimt, Zucker und Sirup mixt, schmeckt das wirklich so wie gebrannte Mandeln. Ja, das schmeckt auch so schon fast. Also es schmeckt geil, ne? Mhm. Und weißes Mandelmus ist halt wirklich so der perfekte Ersatz für, ich sag mal, cremige Sahnesoßen, Bechamel zum Überbacken und so weiter. Okay. Und findest du beides im Bioladen. Und immer so ein bisschen nach Gefühl, ne? Genau. Okay. Bisschen Essig. Ein bisschen Mandelmus kann da noch rein. Okay, machst du das? Ah, genau. Und du kannst mir schon mal die Frühlings... So viel? Ja, zwei davon. Zwei, okay. Die Frühlingszwiebel schneiden. Ja, das wäre super. So. Und Mandeln sind einfach super gesund, enthalten sehr viel Kalzium. Sehr viel ungesättigte Fettsäuren, auch super wichtig. Wenn du dich nicht damit auskennst, ne, bei mir irgendwie, als ich die ersten Jahre das gemacht habe, dann sind zum Beispiel die Haare dünner geworden, weil ich einfach nicht wusste, welche Nährstoffe ich wirklich brauche. Und dann hat man ja irgendwie auch immer dieses Klischeebild vom dürren Veganer, so der blass ist. Man muss sich wirklich auch auskennen. Ja. Dann macht es Spaß und dann hast du auch wirklich keinen Mangel. Und du bist ja viel unterwegs, auch in Amerika hast du eine Zeit lang warst du unterwegs. Ja. Und hast du da dann auch Inspiration bekommen in den anderen Ländern? Also veganische Gerichte, wo du gedacht hast, oh, wow, das kann man mischen, das, oder hast du das alles dir selber in Amerika geeignet? Super viel. Mhm. Wenn du mal reinschaust in Vegan2Go, das ist die ganzen Bilder hier, das ist zum Beispiel in Venice aufgenommen, in Kalifornien. Oder hier waren wir am Strand von Venice, habe ich ein bisschen gepostet mit Skateboard. Muscle Beach, ne? Gibt es doch da. Muscle Venice. Beach war ich auch. Ist das genug an Frühlingsfeier? Das ist super. Okay. Hier Hollywood sein natürlich. Klar, auf jeden Fall. Und natürlich habe ich mir da so ein bisschen Inspiration geholt, gerade was so Raps betrifft. Rohkostzeugs, schnelle, einfache Sachen. Die haben da viele Smoothie-Bars, findest du ganz tolle Smoothies. Es gibt da so Chia-Drinks. Chia sind so kleine Samen, die werden in Saft gemixt und dann hast du so einen richtig schönen Chia-Drink. Also da gibt es viele Sachen. Okay. Und ich mache dann irgendwie immer so ein bisschen meine eigene Nummer draus. Und variiere dann einfach so Grundrezeptideen. Okay. Was passiert mit dem Chicorée? Soll ich es unten abschneiden, dann abmachen? Oder wir sind eigentlich schon fast fertig. Okay. Ja. Wir nehmen jetzt nur noch den Chicorée. Da schneidest du so ein bisschen das Ende ab. Mhm. Und jetzt können wir es eigentlich, machen wir es mal hier drauf oder wollen wir es da drauf machen? Das sieht auch nett aus. Legst du einfach hier so hin. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel unterwegs bist, das ist ja dieses Grundprinzip aus Vegan2Go. So, was machst du, wenn du unterwegs bist? Obwohl ich finde es wirklich. Findest du das schöner? Vielleicht hier so seitlich hinlegen. Dann nimmst du den Chicorée, kaufst dir den, machst den in eine Box, nimmst den Salat, den Mangosalat, machst den in die andere Box oder ins Tupperware. Und dann, wenn du irgendwie sagst, ich habe jetzt Hunger, packst du das hier schön rauf. So. Okay. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Frisch und lecker und ich bin mal sehr gespannt. Die Chips kommen ja auch noch drauf. Genau, ne? Die Chips geben uns noch den Crunch. Ja, also es muss nicht immer alles total gesund sein. Man kann auch so ein paar Kartoffelchips drauf machen. Genau, also es geht ja wirklich nicht... nicht immer nur um pure Gesundheit, sondern man möchte auch irgendwie genießen und
deswegen gönne ich mir auch ab und an mal irgendwie dann ein paar Chips oder eine leckere Schokolade. Bist du eigentlich noch gerne von Freunden zum Essen eingeladen oder lassen nee, die gar das nicht mit? Mehr. Nee, ne? Die wollen immer, dass ich koche. Ah, okay. Aber ist auch ganz schön, ne? Einfach Leute bei dir immer zu Hause ich zu haben. Ich liebe Kochen und deswegen freue ich mich immer auch. Und wenn ich bei Leuten zu Gast bin, dann renne ich immer als erstes in die Küche, mache den Kühlschrank-Check und dann koche ich was. Schmeißt die Hälfte raus und sagst so, wir fangen wieder von vorne an. Aber mich interessiert das einfach, ich habe da so eine Leidenschaft. Mhm. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich nicht kochen könnte, wäre ich auch nicht wahrscheinlich vegan, weil es einfach, man muss halt einfach so die Tricks kennen. Mhm. Und dann macht es Spaß, aber am Anfang war es für mich wirklich nicht besonders einfach. Und, super Idee, die so drauf zu machen, dann hat man auf jeden Fall diesen Kartoffelcrunch, aber isst nicht eine ganze Packung Chips, ne? Mädels, wollt ihr nicht auch mal irgendwie rüberkommen ja. zum Probieren? Bitte, bitte, bitte. Salz noch? Oder, Nee, Salz haben wir schon drin. Ach, hast du schon reingemacht? Genau, okay. Ja, bevor, ach so, ja, bevor ja, ihr ja, euch gleich in die Fresse haut. Oh, hau mir bitte nicht gleich in die Fresse, wenn es nicht schmeckt. Das kommt hier heute nur bei mir. Da bin ich heute. Das ist immer völlig die Frage. Dann haut mal rein. Da würde ich sagen, Ladies first, genau. Steffi zuerst. Alle drei Ladies. Genau, sieht sehr gut aus. Ja, finde ich auch. Von dem Kämpfen genau. Jungs, das guckt Richtige, ihr euch das ne? hier auch an? Hallo. Hier, guckt ihr euch das an, was ihr machen könnt für eure Mädels okay. zu Hause, ne? Ja. Voll lecker, was kann ich nicht sagen. Was meint ihr? Mhm. Das ist gut. Mega ja, geil. Echt? Ja, mega, ja. mega. Schmeckst geil. Du jetzt Tofu raus eigentlich oder nur so eine von der Konsistenz? Ich weiß nicht, wie Tofu schmeckt, aber. Mhm. Ja. Zeig dir rein, wie das schmeckt. Schmeckt gut, ne? Ich wüsste jetzt nicht, ob es nach Tofu schmeckt oder nicht. Da siehst du es wieder, weißt du, wenn du mit ein bisschen Gewürzen arbeitest, Curry, oder? Dann schmeckt es halt wirklich auch. Wir zeigen gleich noch, was es gibt zum Trinken, was eine Energie gibt. Und da wird Natascha auch dabei sein und das mit uns zusammen mixen, nachdem sie einen auf die Fresse bekommen hat. Also bei NRW Love ist heute total viel los. Vielen Dank, dass du gekocht hast. Ich esse könnt ihr weiter. Gewinnen übrigens. Ach so, ja genau. Könnt ihr gewinnen? Eine E-Mail schreiben. mb@nrw.tv, signiert von ihm. Und ich will nur wissen, wie viele Bücher hat er eigentlich schon geschrieben? Ganz einfache Frage. Also, wir sehen uns gleich wieder. Guten Appetit. Bis dann. Danke.